Auch im Jahre 2017 gab es wieder die magischen Kinomomente, bei denen man dort sitzt und feststellt, ja, dafür wurde die große Leinwand erfunden. Und 10 dieser Filme stelle ich euch heute in meiner Top 10 vor. Meine Lieblingsfilme aus dem Jahre 2017 präsentiere ich euch gemeinsam mit Entertain TV. Schön, dass ihr dabei seid. Auf der 10 starte ich mit einem ziemlich traurigen Drama. Manchester by the Sea heißt der Film, hat 2 Oscars gewonnen, einmal fürs beste Drehbuch und für den besten männlichen Hauptdarsteller Casey Affleck, der hier eine unglaublich tiefe und ausdifferenzierte Darstellung eines doch ziemlich traumatisierten Mannes zeigt. Gleichzeitig haben wir aber hier auch ganz feine, humorvolle Momente, bei denen man eben sieht, ja, auch wenn die Zeit für Trauer immer noch nicht vorbei ist, gibt es in dem Leben trotzdem Momente, bei denen man auch mal ein ganz, ganz klein bisschen lachen darf. Ansonsten natürlich eher ein Film, mit dem man nicht mit einem Lächeln aus dem Kinosaal rausgeht, sondern mit einem doch feuchten Auge. Extrem stark gespielt, für mich eben einer der besten Filme des Jahres. Immerhin Platz 10, Manchester by the Sea. Auf der 9 habe ich dann unseren deutschen Oscar-Beitrag aus dem Nichts. Fatih Akin hat hier einen unglaublich intensiven Film über die NSU-Morde gezeigt und gibt hier selber aber eben auch genau in die Position, Haltung zu zeigen und eben doch an einer oder anderen Stelle etwas einseitig zu sein. Das ist aber für mich auf jeden Fall künstlerische Freiheit und eben eher so als Statement zu sehen, denn wir haben hier Diane Krüger, die ihre beste, wirklich mit Abstand, beste Performance in ihrer Karriere abliefert, bei der ich mir sogar gewünscht hätte, dass sie vielleicht bei den Golden Globes oder bei den Oscars dann vielleicht ja eine Nominierung bekommen hätte. Verdient hat sie sie, aber immerhin nimmt sie den Preis aus Cannes mit nach Hause. Extrem starker Film, läuft vielleicht sogar noch in dem einen oder anderen Kino bei euch in der Ecke. Den dürft ihr nicht verpassen, mein Platz 9 aus dem Nichts. Anfang des Jahres wurde dieser Film schon mehrfach ausgezeichnet. Isabelle Huppert spielt die Hauptrolle ganz famos in Elle. Ein Film, der extrem schräg ist und der das Thema Vergewaltigung an Frauen auf eine doch fast schon seltsame Art und Weise verarbeitet. Der Film spielt ja wirklich in jeder Szene mit der Erwartungshaltung des Publikums und torpediert eigentlich immer genau diese. Sprich, es passiert immer etwas, was man überhaupt nicht erwartet, beziehungsweise die Figuren handeln so, wie man es sich überhaupt nicht vorstellen kann. Das ist ziemlich schräg geworden, eine sehr coole Satire, extrem lustig, extrem bissig und für mich eben einfach ein unfassbar großartiger Film, L. Auf der 7 habe ich noch einen ganz kleinen Film, den ich aber tatsächlich in meinem Herzen immer noch so ein bisschen mittrage. 20th Century Women, in Deutsch ist es eben Jahrhundertfrauen und für mich jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick der Jahrhundertfilm, dadurch, dass er aber fantastische Darstellerin hat. Wir haben hier eine Greta Gerwig, eine Elle Fanning, Annette Bening, wirklich ein wahnsinnig toller weiblicher Cast und vor allen Dingen unfassbar authentische Dialoge. Das ist für mich wirklich ein Film, den ich einfach sofort gern hatte und dementsprechend auch ganz vielen großen Blockbustern, die mich auch definitiv unterhalten haben, aber vorziehe, weil er einfach sehr wahrhaftig, sehr authentisch ist. Und deswegen finde ich, kann man eben auch einen ganz, ganz kleinen Film in seine Top-Liste unterbringen. Und das tue ich hier mit Jahrhundertfrauen auf der 7. Auf der 6 habe ich wieder einen düsteren Film. Ihr merkt schon so, nee, ich lache auch gerne im Kino, aber die Dramen haben es mir auf jeden Fall im Jahre 2017 angetan. Der Film heißt Detroit. Hier geht es um Rassenunruhen in Detroit vor knapp 50 Jahren und gleichzeitig eben die Art und Weise, wie weiße Polizisten mit Afroamerikanern umgegangen sind. Sprich, ein historischer Kontext und gleichzeitig, wenn man sich so anschaut, was passiert in der letzten Zeit auch in den USA. Definitiv aber auch ein sehr aktueller Film. Grandios gespielt, bei dem man mal wieder sieht, zum Beispiel John Boyega, den wir in Star Wars als Finn sehen, dass der auch wirklich so richtig stark als Schauspieler ist. Gleichzeitig haben wir hier aber auch noch eine Figur, zum Beispiel gespielt von Will Poulter, wo man merkt so, Alter, ist der Böse. Ein extrem aufreibender Film. Tatsächlich ein Film, den ich gar nicht nochmal sehen muss, weil er mich wirklich an die Grenzen gebracht hat des Aushaltbaren. Einfach weil wirklich dieser Psychodruck wahnsinnig hoch ist, aber eben sensationell. Leider in Deutschland ziemlich untergegangen, für mich aber eben ein sensationeller Film. Und der heißt Detroit. Auf der 5 habe ich einen kleinen Film aus Frankreich, in den ich mich eben auch verliebt habe. Am Ende ist es ja genau dann der Moment, wenn man einen Film für sich so richtig entdeckt, wenn man ihn am Ende irgendwie doch sehr, sehr ins Herz schließt. Das habe ich bei 100 Frauen gehabt, aber eben jetzt auch bei Der Wein und der Wind. Ein Film, der unglaublich ästhetisch ist, der mir die komplette Weinkultur von Frankreich näher bringt und der vor allen Dingen zeigt, dass solche Themen im Weinbaugebiet mit
Erbe. Und dass es eben kein Thema ist, was jetzt irgendwie nur 50 plus interessiert, sondern genau meine Generation, so zwischen 25 und 35, auf jeden Fall beschäftigt. Extrem authentisch, das schönste Fest, was im Filmjahr 2017 gefeiert wird, sehe ich in diesem Film. Und vor allen Dingen auch Konflikte, die nicht überdramatisiert werden, sondern auf eine sehr bodenständige Art und Weise letztlich gelöst werden, mag ich sehr. Der Wein und der Wind, dementsprechend einer meiner absoluten Lieblingsfilme in diesem Jahr. Wer sich jetzt fragt, wo sind denn die ganzen Blockbuster? Ich werde gleich noch einige Filme nennen, die es nicht in die Liste geschafft haben, die ich aber sehr bemerkenswert fand. Aber wahrscheinlich so die größte Produktion von denen, die es in meine Top 10 geschafft haben, ist es Planet der Affen, Survival. Allgemein für mich eine Trilogie, die extrem packend, extrem stark ist. Aber hier schafft man es wirklich, einen Film, der im Original War of the Planets of the Apes heißt, einen Kriegsfilm zu machen, der letztendlich mehr Kriegsdrama ist. Mit sehr reduzierten Dialogen. Die Affen schaffen es jetzt eben nicht so, die heftigsten grammatikalischen Konstrukte von sich zu geben, sagen aber eben immer etwas sehr Relevantes. Und für mich ein Film, der mich sehr gepackt hat, tricktechnisch auf dem höchsten Niveau ist, was man im Jahre 2017 irgendwie erwarten kann. Und eben eine Story, die sowohl Hoffnung nimmt, aber als auch Hoffnung gibt. Und das muss man erst einmal schaffen in so einer düsteren Dystopie. Für mich ein absolut großartiger Film. Dementsprechend ist er ja auch auf der 4 gelandet. Bei einem Film bin ich über dieses Jahr tanzend, lachend und weinend, alles gleichzeitig, aus dem Kinosaal gekommen. Und der Film heißt La La Land. Eine Liebeserklärung an das Filmemachen, aber auch an die Kunst als solche. Und gleichzeitig eben bestückt mit 7500 Liebeserklärungen und Hommages an so die Musical-Filmgeschichte. Also für mich ein ganz großartiger Film, sensationelle Musik, Ohrwürmer am laufenden Band und eine Emma Stone, die aus meiner Sicht völlig zu Recht den Oscar für diese Darstellung bekommen hat, zeigt hier ein Repertoire an Emotionen, die ich so in einem Film von ihr auf jeden Fall noch nicht gesehen habe. Also wirklich durch die Bank weg, sensationell gespielt, tolle Musik und vor allen Dingen Bilder, die man nie wieder vergessen wird. Und auf dem bronzenen Platz 2017 ist dann eben La La Land. Bei keinem Film, nicht im Ansatz in diesem Jahr, zerbrach mein Herz so zuckersüß wie letztlich bei 7 Minuten nach Mitternacht. Ein Film, der eine unglaublich hohe dramaturgische Fallhöhe hat, der vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wenn man es hardcore kritisch betrachten möchte, minimal manipulativ ist, aber eben auf eine richtige und vor allen Dingen herzliche Art und Weise. Wir haben hier Darsteller, die sich wirklich das Leben aus der Brust spielen. Wir haben eine Sigourney Weaver, eine Felicity Jones, einen Liam Neeson als sprechenden Bomb und allen voran einen wahnsinnig talentierten jungen Schauspieler, Lewis McDougall, der hier einfach eine unfassbar tiefe Performance liefert und gleichzeitig eben wirklich mein Herz zum Zerspringen gebracht hat. Ist leider auch ein bisschen untergegangen. Wir hatten eine Community-Preview dazu und ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Menschen nach einem Film ganz fest in den Arm nehmen müssen. Ein Film, der für mich wirklich von vorne bis hinten in Perfektion ausbalanciert ist und mich eben wirklich zum Weinen gebracht hat. Ich habe die Realität außen vor gelassen und einfach auch der Trauer und dem Schmerz einfach mal Platz gegeben. Das war eine sehr interessante, wenn aber eben auch tatsächlich eine tränenreiche Erfahrung. Auf Platz 2, 7 Minuten nach Mitternacht. Bevor ich zu meinem Platz 1 komme, den der ein oder andere vielleicht jetzt erwartet und der ein oder andere, der vielleicht diesen Kanal jetzt noch nicht so oft geschaut hat, vielleicht nicht. Bevor ich dazu aber komme, möchte ich noch ganz viele tolle Filme nennen, die es einfach in meine persönliche Top 10 nicht geschafft haben, die aber trotzdem natürlich großartig waren. Und vielleicht ja auch bei euch irgendwie vorkommen. Das sind zum Beispiel Filme wie der Oscar-Gewinner zum Beispiel, Moonlight. Extrem starker Film, hat es bei mir aber eben nicht in die Top 10 geschafft. Blade Runner 2049, fantastische Bilder, großartig gespielt. Ein S, der es geschafft hat, auf eine sehr schöne Art und Weise die 80er-Jahre-Atmosphäre zurück auf die Leinwand zu bringen. Kingsman 2, eine sehr konsequente Fortsetzung eines meiner Lieblingsfilme aus dem Jahre 2015. Macht tierisch viel Spaß. Julian Moore als Bösewichtin, das Beste und Lustigste, was man dieses Jahr mitsehen konnte. Wir haben einen Dunkirk. Christopher Nolan liefert einen wahnsinnig krassen, technisch perfekten Film ab. Ein Baby Driver, einen unglaublich kreativen Film von Edgar Wright, der einfach unfassbar viel richtig macht und einen Musikfilm, der etwas anderen Art und Weise präsentiert. Fences, ein wahnsinniges Schauspiel,
schauspielerisches Meisterwerk. Viola Davis in der wahrscheinlich krassesten Rolle ihres Lebens, zu Recht mit dem Oscar ausgezeichnet. Hidden Figures, ein wunderbar geradliniger Film über eben die Macht der Wissenschaft und gleichzeitig die Macht des Wissens, egal wo man herkommt, egal wer man ist, egal welches Geschlecht. A Cure for Wellness, ein ziemlich heiß diskutierter Streifen, der bei den einen für Kopfschütteln, bei den anderen für Herzen in den Augen sorgte. Bei mir zweiteres, sensationell gefilmt und eben mutig, diesen Film auf diese Art und Weise ins Kino zu bringen. Oder Mordi, ein ganz klitzekleiner Arthouse-Film mit einer grandiosen Sally Hawkins und einem wahnsinnig aufspielenden Ethan Hawke. Tolle Geschichte, ganz kleiner Film, habe ich sehr, sehr gern gehabt. Aber einen Film hat es bei mir einfach am höchsten geschafft. Und das jetzt einfach nicht nur, weil ich da eine gute Zeit hatte, sondern weil er es eben schafft, Figurenentwicklung auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise nach vorne zu bringen. Er filmtechnisch unglaublich kreativ ist, tolle Kameraarbeit. Wir haben sehr viele verschiedene kreative Einfälle, wie auch ein Film geschnitten sein kann. Und vor allen Dingen haben wir Figuren, die uns nahe gehen, die irgendwie glaubhaft sind und trotzdem ganz weit weg. Technisch dazu perfekt und vor allen Dingen einfach wirklich herausragend lustig. Die Rede ist tatsächlich von Paddington 2. Ein Film, bei dem ich so eine gute Zeit im Kino hatte. Das ist der einzige Film, den ich dieses Jahr zweimal am selben Tag im Kino gesehen habe und auch danach immer noch unglaublich viel Freude hatte. Wirklich schauspielerisch auf dem höchsten Niveau, tricktechnisch auf dem höchsten Niveau und was so den Unterhaltungsfilm betrifft, das in Perfektion, wie ein Film sein sollte. Ja, kein Arthouse-Streifen, kein kultiger Film, sondern ein Film, der auch für Familien und Kinder geeignet ist. Aber so ist es eben, war mein Lieblingsfilm. Und jetzt bin ich gespannt, was ist euer Lieblingsfilm des Jahres 2017 gewesen, beziehungsweise schreibt uns doch einfach mal so eure Lieblingsfilme in eurer Top-Liste in die Kommentare. So, es gibt keine richtig oder falsch, es sind schließlich eure Lieblingsfilme, genauso wie das meine waren. Wenn ihr noch ein bisschen mehr zu Tops aus dem Jahre 2017 wissen wollt, verlinke ich euch noch etwas von entertaintv.de. Mit denen haben wir das Video hier zusammen produziert. Da gibt es auf der Webseite auch immer noch sehr schöne Dinge zu bewundern. Klickt da einfach drauf oder auf unsere letzten beiden gemeinsamen Videos, nämlich ein Special zu Pitch Perfect 3 oder eben die Filmfakten zu Star Wars. Schaut da gerne rein, dann sehen wir uns bald wieder hier in der Filmlounge. In diesem Sinne, macht es gut und adieu.